Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kurzen Fazitvideo zum Vodafone Curve. Ich habe den Curve jetzt eine Weile getestet. Ich habe ihn meiner Frau mitgegeben, wo sie zur Arbeit ist, nach Berlin. Ich habe meiner Tochter gegeben. Ich hatte ihn im Auto mit bei. Ich habe den Notfallknopf ein paar Mal getestet. Ich habe Frauchen gesagt, die soll den testen, mir vorher sagen, wann sie den drückt. Und ja, hat auch alles super funktioniert. Ich habe wirklich nichts Negatives festgestellt. Laden tut er schnell. Er meldet sich, wenn er dann wieder Strom braucht. Leider kann ich euch die App nicht zeigen, weil die App ein bisschen bescheuert. Ihr macht das vom Vodafone. Da steht oben mein Name, weil ich ja Vodafone-Kunde bin und ich habe mich mit Vodafone, also ich brauche mich nur mit meiner Vodafone-Nummer anmelden. Da steht oben mein Name und Adresse und dann halt auf der links hast du denn rechts hast du denn die Landkarte und da sieht man dann auch Adresse, wo wir gerade sind, die Orte, wo kann ich euch auch nicht die History zeigen, weil sonst würde man die Orte sehen, wo ich war, wo meine Frau war, wo meine Tochter war. Das ist dann halt auch kontraproduktiv. Deswegen werde ich euch halt nur den Curve jetzt hier nochmal zeigen und ein bisschen was dazu erklären. Also wie gesagt, wir haben beim Curve einmal so ein USB-Kabel mit bei. Ja, wartet mal, der ist dann mit Magnet. Und der hält dann mit Magnet. Könnte man auch praktisch im Auto verstecken und dann auf Dauerstrom lassen. Also der findet den Weg auch alleine hier. Da würde ich dann aber ein bisschen fixieren mit einem Klebeband oder sowas. Dann gekommen ist er mit dem Ring drum. Den habe ich abgemacht. Den habe ich, dass er nicht wegkommt, hier in die Schachtel gemacht. Und habe den Ring gemacht mit der Schlaufe, dass ich dann hier so eine Schlaufe dran, also einen Schlüsselring. Dann kann man sich das an die Jacke machen oder an Schlüsselbund. Ich würde empfehlen, dass man sich das, wenn man weiß, es könnte sicherheitshalber sein. Und hier vorne ist der Notfallknopf. Hier haben wir dann noch eine Seite, haben wir auch nochmal einen Knopf. Da können wir dann den Akkuzustand sehen. Oh. Ach, ich habe den vergessen zu laden, oder? Ich wollte den gestern Abend an eine Ladestation machen und habe vergessen, den zu laden. Gut, jetzt kann ich euch das leider nicht zeigen, dass er dann leuchtet. Also das könnt ihr dann an der Seite drücken und dann seht ihr den Akkuzustand. Ich gucke nochmal in die App rein, ob er gerade irgendwelchen Daten von sich gibt. Nee, die App sagt mir auch Strom alle. Ich werde mal gucken, ich werde mal hier so ein bisschen hochscrollen. Hier ist eine Wiese. Hier kann man nichts sehen. So. Da seht ihr dann praktisch auch immer den Akkuzustand vom Gerät. Und wenn wir den jetzt an den Strom machen, so, ich mache den mal kurz ran für euch. So. Hoppala, hoppala. Jetzt leuchtet da grün und ne, braun. So, jetzt müssen wir hier mal aktualisieren kurz. Update. Muss mir wieder eine Freifläche aussuchen. So. Und jetzt wird er geladen. Da kann man halt am Gerät selber nicht sehen, dass er gerade geladen wird. Also hier in der App. Ist auch alles wunderbar. Aber ein bisschen was zu bemeckern habe ich auch. Also das Gerät an sich funktioniert wunderbar. Der hat immer das gemacht, was das sollte. War von der Angabe, wo man sich befindet, ziemlich genau. Wobei in Berlin noch viel genauer war. Da sind auch mehr Funkmasten als bei uns hier auf dem Land. Der Notfallknopf funktioniert recht schnell.
Und zuverlässig, also wir hatten die ganze Zeit immer wieder öfters mal probiert und so. Wir hatten nicht einmal eine Situation, wo der Notfallknopf nicht funktioniert hat oder halt also keine Benachrichtigung ans Handy ging, beziehungsweise an die App ging. Hatten wir nicht. Ich habe versucht, ich habe bei Vodafone direkt angerufen, ich habe über die App, da gibt es auch einen Kundenservice, den man kontaktieren kann, habe gesagt, Rückrufservice. Ja, ich habe gedacht, dass ich euch da dann vielleicht noch Infos geben kann, weil wenn ihr das kauft, kommt es mit einem Zwei-Jahres-Vertrag daher, der für euch erstmal gratis ist. Ihr zahlt dafür nur für den Curve Geld und dann könnt ihr den 2 Jahre nutzen und ab dem 25. Monat, ja, 25. Monat, da müsst ihr dann, oh Gott, ich glaube, waren 3,99. 3,99 für einen Monat bezahlen oder so. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und da habe ich gedacht, ich versuche mal das jetzt schon zu kündigen. Über direkt Vodafone hat es nicht geklappt. Dann habe ich hier halt den Support vom Curve kontaktiert. Ja, da sind wir dann nur auf dazu gekommen, dass ich mir eine Erinnerung ins Handy schreiben soll. Und ja, das finde ich halt jetzt nicht so toll. Also ich würde bevorzugen, wenn Vodafone. Klar, Vodafone will Geld machen und vielleicht der eine oder andere vergisst es und dann sagt er nach 5 Monaten, ach Mensch, da kommt ja noch Geld, da wird ja Geld abgezogen für einen Curve, habe ich ja gar nicht mehr, nutze ich gar nicht oder was weiß ich. Also ich würde mit den 2 Jahren, die mit bei sind, finde ich ganz gut, aber ich würde vom Vodafone bevorzugt, also das toll finden oder wenn Vodafone das umsetzen würde, dass man, weil jetzt verlängert sich der Vertrag automatisch, dass man schon während der 2 Jahre oder man hat es gekauft, anrufen kann und sagen kann, pass mal auf, Vertrag hierzu möchte ich kündigen für in 2 Jahre, dass es im System hinterlegt wird, dass ich da schon gekündigt habe, dass nicht automatisch verlängert wird. Wenn ich es wieder haben wollen würde, dann kann ich einfach sagen, hier, pass mal auf, ich brauche den Tarif, das habe ich ja schon, mach mal wieder an, kann man auch für 2, 3 Monate, ist monatlich kündbar. Also man ist da auch nicht festgeschrieben, dass man sagt, ich brauche das jetzt, muss dann wieder einen 2-Jahres-Vertrag nehmen. Nee, man ist monatlich kündbar, ist das. Aber ich würde trotzdem bevorzugen und toll finden von Vodafone, wenn ihr da mal vielleicht eventuell schon vor den 2 Jahren eine Kündigung zulassen würdet. Weil es gibt Leute wie mich, die ziemlich vergesslich sind. Und in 2 Jahren haben wir schon wieder, hab ich schon wieder ein neues Handy und manchmal wird der Kalender nicht übernommen und habe ich bis in 2 Jahren vergessen, dann wundere ich mich, dass Geld abgezogen wird, dann kriege ich das vielleicht nicht wieder. Ha? Dann bezahle ich da in 2 Monate vielleicht umsonst oder so. Deswegen würde ich wünschen, dass man da vielleicht noch was gegen machen kann, dass man den auch schon vorher kündigen kann. Man kann ja dann jederzeit wieder den Vertrag aufnehmen und sagen, hier, pass mal auf, ich brauche mal und das ist ja alles kein Problem. Aber sonst wirklich ein tolles Gerät, super verarbeitet. Meine Frau ist ein paar Mal runtergefallen, meine Tochter sowieso. Kein Schaden, kein Abplatzen, kein Defekt oder dass er dann nicht mehr genau ist oder irgendwas, gar nichts. Gar nichts, wirklich. Tipptopp funktioniert. Großer Pluspunkt von mir. Ja, dann soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, habt ihr ihn jetzt 2 oder 3 Wochen, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, intensiv getestet und überall mit hingenommen und meine Frau hat den getestet, also hatten mitgenommen, weil ich gesundheitlich, ich kann ja nicht weit und so weg und so. Deswegen musste Frau dann mit einspringen. Und das hat alles super geklappt. Ja? Also wenn ihr da Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.